Ja, hallo, das ist der Horde-Modus. In der letzten Folge haben wir den angefangen auf dem Camp hier. Wir haben schon zweimal verloren, glaube ich. Und jetzt. Ja, geht es hier weiter. Mal gucken, wie es enden wird. Der eine da schlägt sich gut. Der ist auch zurzeit der einzige, der noch lebt. Ja. Kann sein, dass das auch schon das Ende ist mit der Horde. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Okay, das war's. Ja, ihr habt es gesehen. Das war der Horde-Modus. Es könnte sein, dass ab Welle 12 die Leute, die Bots ein bisschen. Naja, ein bisschen zu viel. Ach Mann, Deutsch, Deutsch. Es kann sein, dass ab Welle 12 es zu viele Bots gibt, sodass die Leistung langsam abnimmt. Die Rechenleistung. Ja, also, das war der Horde-Modus. Ich glaube, eine Folge oder zwei, nein, eine Folge reicht. Und jetzt, glaube ich, machen wir mal weiter mit, zum ersten Mal in diesem Let's Play, machen wir weiter mit Battle Royale. Ich nehme auf und weiter geht's. Battle Royale, zum ersten Mal. Ich habe noch nie vorher ein Battle Royale Spiel überhaupt gespielt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ich mich so machen werde. Zu parieren bin ich immer noch zu feige für. Ich glaube, das mache ich dann so, dass ich halt offline gegen Bots den Schaden und den Ausdauerverbrauch nicht ausschalte, sondern halt anlasse und mal gucken, wie ich mich dann mit parieren und so mache. Weil dann drohe ich auch zu sterben, ne? Oh, das liegt immer an der Aufnahme. Keine Ahnung, ist so ein Murphys Gesetz-Ding. Nur halt mit einer Aufnahme. Alles, was schief gehen kann, passiert in der Aufnahme oder so. Keine Ahnung. So, ich habe wunderbar jetzt die Ladezeit totgequatscht. Wir warten auf Spieler. Ah, ich darf mich schon bewegen, okay. Darf ich mich schon umschauen? Gibt es hier. Ich weiß, dass es hier Truhen gibt, aber. Gibt es die hier jetzt schon oder später? Kann ich eigentlich. Ja, kann ich. Hier rein. Gibt's hier Essen? Hier nicht, nein. Toll. Hab eine Lampe, okay. Ja, das Gasthaus war das hier, nehme ich mal an. Ja, hier gibt es Essen, okay, sehr gut. Gut zu wissen. Okay. Ah, das haben die sich auch so geändert, glaube ich. Ich glaube, damals musste man das Tor zugehen lassen, bevor man es wieder auflassen machen konnte. Was ist das da für ein Nebel? Oh. Okay. Ach ja. Skizzieren. Sechs Spieler nur. Ah nein, 548. Ui. Okay. Oha.
Alle gegen alle oder was? Okay. Das wird so spannend. Ist das die Grenze? Ich glaube, das ist. Ich glaube, dieser Nebel kommt immer näher. Das sieht irgendwie so geschmacklos im Hintergrund aus, so traurig. Irgendwie. Oh, ich bin aufgeregt. Okay, nur die Ruhe. Oh. Überlebende 7. Panik, Panik. Truhe. Echte Beine, toll. Ich höre schon jemanden, Mann. Wo gibt's hier noch eine Truhe? Eine Truhe. Hallo? Keine Truhe? Da, eine Truhe. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Oh, ein Kriegshammer. Geil. Sehr gut. Jetzt habe ich eine Waffe. Jetzt bin ich beruhigt. Aber immer noch nervös. Doch schon jemanden gesehen. Jawohl. Boah, hab ich mich erschrocken. Dabei ist nur einer verreckt. Oh. Schwere Beine, sehr gut. Komm. Spielzeuge brauche ich nicht, die schmeiße ich mal weg. So. Sehr gut. Mit dem Rad hier kann ich wenigstens ein bisschen umgehen. Ah, noch nicht gut. Sehr gut. Mach eine Bandage. Ui. Da sehe ich schon das erste Opfer. Boah, wie viele Truhen jetzt hier sind. Na? Hey. Ey. Nein, oh, das. Wow. Ach so. Toll. Okay. Das war die Runde für mich. Das war mal ein Riesenfail. Okay. Ja. Mann, ich wollte parieren. Ach, dammit. Aber ich glaube, wenn ich offline, also ohne Aufnahme, Multiplayer spiele und übe, ist es, glaube ich, kein Problem, wenn ich vielleicht ein paar Level oder so auflevel und ein bisschen Gold mir ansammle. Aber Sachen freischalten habe ich vor, wenn ich aufnehme. Und ich nehme überhaupt nicht mehr auf, weil. Rechenleistung halt, ne? Aber mal gucken, wie es nach der Aufnahme, nach der Aufnahmesession sein wird. Ich schau dann mal, ob das Spiel flüssiger läuft in allen 4 Modi. Und ja. Battle. Wow. Wacht auf Spiel. Ich glaube, ich schneide einfach mal die Wartezeit raus. Ja, ich habe zwischendurch einfach mal nochmal den Server gewechselt, weil ich hatte echt keinen Bock, so lange zu warten. Oh. Sehr gut. Ach, hier gibt es keine. Als alternative Form, da geht nicht rein. Oh.
Pfeil. Ey, da! 24, okay. Oh, wie viele Truhen. Was hier? Leere Post, nehme ich gerne. Gelbe brauche ich nicht. Laden, aufziehen, schießen. Okay. Gibt's hier? Oh. Brauche ich nicht. Gibt's hier? Start. Nein. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Wow. Ja, hallo. Da ist eine neue weitere Runde. Ich bin hier irgendwo auf dem Felsen gestrandet. Ohne Drohnen. Das ist... Oh. Nicht so toll gewesen. Gut, ich nehme, was ich kann. Oh ja. Hallo. Du schöne Metalltruhe. Nee, komm, ich bleib mal hier beim Zweihänder. Aha. Schwere Brust, schwerer Helm, sehr gut. Geil. Es gibt scheinbar verschiedene Stufen von Truhen. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Wie sieht es eigentlich aus? Gut, Vorsteinflüsse sind eingemaßen. Himmel, das Geräusch, ne? Vier Bandagen maximal tragen. Ein Pferd. Okay, das war das Pferd. Tschüss, Pferdi. Mach eine Bandage. Nein. Ein Schild brauche ich nicht. Ich sollte langsam dafür sorgen, dass ich hier wegkomme. Ui. So. Mach eine Bandage? Nein. Ah ja. Da gab es schon eine kleine Konfrontation. Stecken die sich alle oder was? Das ist scheinbar nur eine Kiste, die da geplündert wurde. Wo sind die denn alle? Hallo? Alter! Kann man das Geräusch nicht leiser machen? Aha. Ach komm. Ach Leute. Ha.
Es lief so gut. Ich hatte schwere Rüstung. Ey. Na gut, schauen wir mal zu. Oh. Wie man sieht, wird der Kreis hier immer kleiner. Das ist doch ein Kreis, oder? So. Wow, Gratulation. Ja. Das war der Horde-Modus. Ich muss mich gegen Spieler verbessern. Ich muss ein bisschen mehr Multiplayer spielen. Das, was ich aber dann im Multiplayer mache, das werde ich nicht aufnehmen. Ich gucke dann, wie die Leistung ohne Aufnahme sein wird. Im Rechner. Wenn es nicht wirklich einen Unterschied gibt, dann werde ich das Let's Play pausieren. Ich werde andere Spieler weiterspielen, wie zum Beispiel Star Wars oder Dark Souls weiter. Und Mordhau schiebe ich halt zur Seite. Ich, mal gucken, vielleicht irgendwann nach, hoffentlich noch dieses Jahr, man weiß ja nie, kriege ich vielleicht eine bessere Leistung. Ich glaube, keine Ahnung, liegt das an der Grafikkarte oder dem CPU, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall folgen Sie es, wenn es gut läuft nachher ohne Aufnahme, werde ich vielleicht weiterspielen. Wenn die Leistung dieselbe ist, ja, tut mir leid, aber dann möchte ich lieber Mordhau pausieren wollen. Einfach, ich habe das Gefühl, ich kann dann daraus nicht die maximale Unterhaltungsleistung ziehen und ich kann nicht selber zufrieden mit mir selbst sein. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Folge dauern wird und wie viel ich schneiden muss, weil es gab eine Menge Wartezeiten. Naja, auf jeden Fall. Pff, wie? Warme Tage. Kurze Nächte? Keine Ahnung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und mal gucken, welches Spiel eventuell als nächstes kommt. Ciao.